Hallo und herzlich willkommen in der Göttinger Kinderuni zum letzten Online-Seminar in diesem Semester. Ich bin Juliane und im heutigen Seminar soll es um das Thema Ernährung gehen. Ihr werdet einiges über Lebensmittel und ihre Bestandteile erfahren und schließlich lernen, warum nicht alles, was uns schmeckt, auch gut für uns ist. Für die Teilnahme am Seminar braucht ihr etwas Zeit und Ruhe und wenn ihr euch Notizen machen wollt, auch Schreibmaterial. Dieses könnt ihr jetzt noch schnell holen. Drückt dafür einfach kurz auf Pause und dann geht es los. Viel Spaß! Nach so vielen langen Schulstunden habe ich jetzt aber wirklich einen Bärenhunger. Da freue ich mich echt auf mein Pausenbrot. Aber warum ist das eigentlich so? Warum müssen wir eigentlich essen? Weil unser Körper aus dem Essen und Trinken, das wir zu uns nehmen, Energie und Nährstoffe zieht. Diese Energie und Nährstoffe braucht er, damit alle seine Einzelteile, also seine Organe, richtig funktionieren können. Wie viel Energie wir brauchen, ist von Mensch zu Mensch und von Tag zu Tag unterschiedlich. Das hängt zum Beispiel auch davon ab, wie alt man ist, ob man ein Junge oder ein Mädchen ist, aber auch davon, wie viel man sich bewegt. Jungen brauchen zum Beispiel mehr Energie als Mädchen und Menschen, die viel Sport machen, brauchen mehr Energie als Menschen, die nicht so viel Sport machen. Gut, jetzt weiß ich also, warum ich essen muss und wofür mein Körper Nahrung braucht. Aber woraus besteht eigentlich mein Essen? Und was passiert damit im Körper, wenn ich es gegessen habe? Die Nahrung, die wir zu uns nehmen, wird nach dem Essen in einzelne Bausteine zerlegt, die im Körper dann bestimmte Funktionen erfüllen. Diese Bausteine und ihre speziellen Aufgaben lernen wir jetzt kennen. Insgesamt gibt es in der menschlichen Ernährung 7 Grundbausteine. 6 davon sind sogenannte Nährstoffgruppen. Diese Nährstoffgruppen lassen sich noch einmal unterteilen, und zwar in Makronährstoffe, das sind Stoffe, die dem Körper direkt Energie geben, und Mikronährstoffe, das sind Stoffe, die der Körper zusätzlich braucht. Über all diese Stoffe werden wir aber gleich noch mehr erfahren. Der 7. Grundbaustein der Ernährung ist Wasser, und Wasser ist ebenfalls lebensnotwendig für den menschlichen Körper. Schauen wir uns zuerst die sogenannten Makronährstoffe an. Makro bedeutet so viel wie groß. Das bedeutet, dass ihr viele von diesen Nährstoffen aufnehmen müsst, damit euer Körper gut funktioniert. Es gibt 3 verschiedene Makronährstoffe, die wir jetzt genauer kennenlernen werden. Und zwar Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Zu den Kohlenhydraten gehören Zucker und zuckerartige Stoffe, aber auch Stärke. Viele Kohlenhydrate stecken zum Beispiel in Getreide, bestimmten Obst- und Gemüsesorten und Süßigkeiten. Man unterscheidet bei den Kohlenhydraten zwischen 3 Gruppen, je nachdem, aus wie vielen Zuckerbausteinen sie zusammengesetzt sind. Einfachzucker bestehen nur aus einem Zuckerbaustein und umfassen zum Beispiel Fruchtzucker und Traubenzucker. Diese kommen in Obst oder auch in Honig vor. Zweifachzucker bestehen aus 2 Zuckerbausteinen und dazu zählen zum Beispiel Milchzucker und Haushaltszucker. Milchzucker findet ihr in Milchprodukten und Haushaltszucker zum Beispiel in Süßigkeiten. Die 3. Gruppe von Kohlenhydraten sind die Mehrfachzucker, die, wie ihr euch jetzt bestimmt schon denken könnt, aus mehreren Zuckerbausteinen bestehen, die in Ketten oder Netzen aneinander hängen. Zu den Mehrfachzuckern zählt zum Beispiel Stärke. Stärke ist ein Stoff, der von Pflanzen hergestellt wird und im Gegensatz zu den anderen Zuckern gar nicht süß schmeckt. Lebensmittel, die Stärke enthalten, sind zum Beispiel Kartoffeln oder Getreideprodukte wie Brot, Nudeln oder Reis. Kohlenhydrate sind für euren Körper der wichtigste Energielieferant, sozusagen euer Brennstoff, wie das Benzin für ein Auto. Dabei sind bestimmte Teile des Körpers, zum Beispiel das Gehirn, besonders auf Kohlenhydrate angewiesen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo der Unterschied zwischen den 3 Zuckern liegt. Dieser besteht darin, wie schnell oder wie lange sie euch Energie liefern. Ein- und Zweifachzucker können direkt vom Körper verwendet werden. Das heißt, sie liefern euch schnell Energie, machen aber nicht lange satt. Mehrfachzucker müssen hingegen erst noch in Einfachzucker, also in einzelne Zuckerbausteine, gespalten werden. Dieser Prozess nimmt einige Zeit in Anspruch, weshalb sie erst etwas später Energie liefern, euch dafür aber auch länger satt machen. Kommen wir nun zum 2. Makronährstoff, den Fetten. Fette kommen sowohl in tierischen Produkten, wie zum Beispiel in Fisch oder in Butter, aber auch in pflanzlichen Produkten vor, wie zum Beispiel in Öl
oder auch an Nüssen. Fette sind, wie Kohlenhydrate auch, ein wichtiger Energielieferant. Sie erfüllen aber auch noch weitere Funktionen. Und zwar dienen sie zusätzlich auch als Energiespeicher. Sie sind also sozusagen ein Reservestoff, der erstmal in ein Lager kommt und das ist dann das sogenannte Körperfett. Wenn dann einmal nicht genügend Kohlenhydrate in deinem Körper da sind, die verbrannt werden können, um euch Energie zu liefern, dann werden die gelagerten Fette verbrannt. Im Allgemeinen sind auch Fette für das Funktionieren von vielen Vorgängen im Körper wichtig. Der dritte Makronährstoff ist das Eiweiß. Damit ist jedoch nicht dieses Eiweiß hier gemeint, sondern eine wichtige Stoffklasse für den Körper, die auch Proteine genannt wird. Eiweiß können wir ähnlich wie Fette in tierischer oder in pflanzlicher Form aufnehmen. Tierisches Eiweiß ist zum Beispiel in Fleisch, Fisch, Eiern oder Milchprodukten enthalten. Pflanzliches Eiweiß kommt zum Beispiel in Hülsenfrüchten vor, wie Erbsen, Bohnen und Linsen, aber auch in Nüssen. Eiweiß ist ein wichtiger Baustein, zum Beispiel für den Aufbau von Muskeln. Es kann euch aber auch Energie liefern, wenn euer Körper zum Beispiel nicht genügend Energie aus anderen Nahrungsbestandteilen, zum Beispiel aus Kohlenhydraten oder Fetten, bekommt. Also ist auch das Eiweiß sozusagen ein Reservestoff, so wie wir es gerade schon beim Fett gesehen haben. Gut, mein Brot besteht also aus verschiedenen Bauteilen, in die es nach dem Essen zerlegt wird. Das Brot enthält Kohlenhydrate. Die Butter besteht aus Fett und der Käse enthält unter anderem Eiweiße. Aber war das wirklich schon alles? Oder stecken vielleicht noch weitere Stoffe in meinem Essen? Zum Beispiel in den Möhren? Ganz genau. Zusätzlich zu den Makronährstoffen, die wir gerade kennengelernt haben, enthält unser Essen noch weitere Stoffe, die dem Körper zwar keine Energie liefern, die aber trotzdem lebenswichtig sind. Diese Stoffe nennt man Mikronährstoffe. Mikro bedeutet so viel wie klein. Das heißt, man benötigt diese Nährstoffe nur in kleineren Mengen. Zu den Mikronährstoffen zählen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Und was das genau ist, sehen wir jetzt. Von Vitaminen habt ihr bestimmt alle schon einmal etwas gehört. Überlegt doch einmal ein paar Sekunden. Was für Lebensmittel fallen euch ein, in denen Vitamine enthalten sind? Okay, bestimmt haben viele von euch jetzt verschiedene Obst- und Gemüsesorten aufgeschrieben. Und das ist auch genau richtig. In Obst und Gemüse stecken besonders viele Vitamine. Aber auch in anderen Lebensmitteln, zum Beispiel in Käse oder Eiern, kommen Vitamine vor. Vitamine werden mit Buchstaben bezeichnet. Es gibt also die Vitamine A, B, C, D und K. Alle diese Vitamine müssen wir über unsere Nahrung zu uns nehmen. Außer das Vitamin D. Das kann vom Körper selbst hergestellt werden, und zwar durch Sonnenlicht. Ein paar Minuten in der Sonne reichen dabei schon aus, damit der Körper so viel Vitamin D aufnehmen kann, wie er braucht. Die unterschiedlichen Vitamine erfüllen viele verschiedene Funktionen im Körper und sind sehr wichtig für den Körper zum Leben, denn ohne sie können bestimmte Aufgaben im Körper nicht erfüllt werden. Vitamin A, das unter anderem in Karotten oder Käse vorkommt, ist zum Beispiel wichtig, damit wir gut sehen können. Ein weiterer Mikronährstoff sind die sogenannten Mineralstoffe. Mineralstoffe lassen sich unterteilen in Mengenelemente und Spurenelemente. Mengenelemente sind Stoffe, die du in größeren Mengen zu dir nehmen solltest. Ein Beispiel für ein Mengenelement, von dem du vielleicht auch schon einmal etwas gehört hast, ist Calcium. Calcium ist unter anderem wichtig für den Knochenaufbau und ist zum Beispiel in Milch enthalten. Spurenelemente sind ebenfalls Mineralstoffe, die der Körper zum Leben braucht. Im Gegensatz zu den Mengenelementen musst du diese jedoch nur in sehr kleinen Mengen aufnehmen, also sozusagen nur Spuren davon. Ein Beispiel für ein Spurenelement ist Eisen. Damit ist aber auch nicht dieses Eisen hier gemeint, sondern ein Stoff, der zum Beispiel in Hülsenfrüchten oder Fleisch vorkommt. Eisen erfüllt viele wichtige Funktionen im Körper. Es dient unter anderem dazu, den Sauerstoff im Blut zu transportieren. Jetzt fehlt noch der siebte Grundbaustein der Ernährung, das Wasser.
Wasser ist ebenso lebensnotwendig und sorgt dafür, dass unser Körper richtig funktioniert. Dabei erfüllt das Wasser verschiedene Funktionen. Eine davon ist, dass Wasser im Körper als Transportmittel dient. Es sorgt also dafür, dass die Nährstoffe, die wir gerade kennengelernt haben, besser durch den Körper hin zu den Körperteilen transportiert werden können, die diese Nährstoffe benötigen. Das könnt ihr euch gut mit Hilfe eines Flusses vorstellen. Wenn ihr zum Beispiel ein kleines Stöckchen in einen Fluss werft, dann bewegt sich das Stöckchen umso schneller, je mehr Wasser in den Fluss fließt. Genauso ist es mit den Nährstoffen, die durch euren Körper geleitet werden. Diese können umso besser und schneller an ihr Ziel gelangen, wenn mehr Wasser mit dem Blut durch den Körper fließt. Jetzt, wo es so heiß wird, braucht der Körper Wasser aber auch noch als Kühlmittel. Denn mit dem Schweiß, der aus der Haut kommt und der fast nur aus Wasser besteht, wird der Körper wieder abgekühlt. Super! Jetzt weiß ich also, dass mein Käsebrot nicht nur Makronährstoffe enthält, die ich in größeren Mengen aufnehmen muss, um meinem Körper Energie zu liefern, sondern auch Mikronährstoffe, die ich zwar nur in kleineren Mengen aufnehmen muss, die mein Körper aber trotzdem braucht und die sehr wichtig für ihn sind, um zu funktionieren. In meinem Mittagessen sind also auch noch Vitamine enthalten, also Vitamin A im Käse und in den Karotten und auch noch Mineralstoffe, im Käse zum Beispiel Calcium. Wasser ist natürlich auch sehr wichtig für einen funktionierenden Körper, damit auch alle Nährstoffe dahin gelangen, wo sie gebraucht werden. Doch woher weiß ich jetzt eigentlich, wie viel ich von was essen muss, damit ich auch alle Nährstoffe bekomme, die mein Körper braucht? Genau darüber haben sich Expertinnen und Experten Gedanken gemacht und die Ernährungspyramide entwickelt. Sie gibt uns Empfehlungen darüber, was wir täglich und in größeren Mengen essen und trinken sollten. Das sind die unteren Bausteine der Pyramide. Und was wir eher selten zu uns nehmen sollten, das sind die oberen Bausteine der Pyramide. Ganz unten seht ihr verschiedene Getränke. Am besten sollte man ganz viel Wasser trinken. Und ihr wisst jetzt auch warum. Nämlich damit der Körper die Nährstoffe besser zu unseren Organen transportieren kann. Mindestens 1,5 Liter am Tag sollte man trinken. Aber natürlich kann es auch gerne mehr sein. Über den Getränken seht ihr die Getreideprodukte, wie zum Beispiel Brot oder Kartoffeln, die wir mehrmals täglich essen sollten. Das sind also die Kohlenhydrate in Form von Stärke, also Mehrfachzuckern, die, ihr erinnert euch, viel Energie liefern und lange satt machen. Der dritte Baustein der Pyramide ist Obst und Gemüse. Die Expertinnen und Experten empfehlen, mindestens 2 bis 3 Mal am Tag Gemüse zu essen und zusätzlich 2 Portionen Obst. Denn in Gemüse und Obst stecken zusätzlich zu den Makronährstoffen auch noch viele wichtige Mikronährstoffe, wie zum Beispiel Vitamine oder Mineralstoffe. Etwas seltener sollte man tierische Produkte essen, wie zum Beispiel Fleisch, Fisch oder Eier. Die solltet ihr so 2 bis 3 Mal pro Woche essen. Milchprodukte können auch 2 Mal am Tag gegessen werden. Nur ganz selten sollte man, das seht ihr ganz oben in der Spitze in der Pyramide, Süßigkeiten essen. Aber warum ist das so? Was passiert, wenn wir zu viel von bestimmten Lebensmitteln essen? Wenn wir zum Beispiel sehr viele Zucker, also Kohlenhydrate, essen, die zum Beispiel in Süßigkeiten stecken, dann kann es passieren, dass wir dem Körper mehr Energie liefern, als er eigentlich braucht. Der Körper wandelt diese Kohlenhydrate dann in Fett um und speichert sie in Form von Körperfett. Wie wir es vorhin bei den Fetten gelernt haben. Von zu viel Zucker, aber auch von zu vielen anderen Nährstoffen, wie zum Beispiel Fetten, kann man also dick werden. Okay, jetzt habe ich also wirklich viel darüber gelernt, welche Lebensmittel ich in welchen Mengen essen sollte und auch, warum manche Lebensmittel in zu großen Mengen nicht immer gut für mich sind. Meinen Schokoriegel packe ich dann wohl leider lieber wieder ein. Wie schade, dabei schmeckt der mir doch eigentlich am besten. Aber warum ist das eigentlich so? Warum schmecken uns ausgerechnet Süßigkeiten, von denen wir nicht so viele essen sollten, so unglaublich gut? Das liegt am Geschmackssinn, also an verschiedenen Geschmäckern, die wir unter anderem mit der Zunge wahrnehmen. Die Zunge unterscheidet dabei zwischen verschiedenen Geschmacksrichtungen, von denen ihr bestimmt schon einmal was gehört habt. Deswegen jetzt eine Frage an euch. Welche Geschmacksrichtungen kennt ihr denn schon? Erst einmal gibt es 4 klassische Geschmacksrichtungen, nämlich süß, sauer, salzig und bitter.
Lange dachte man, dass die Zunge diese Geschmacksrichtungen in unterschiedlichen Bereichen wahrnimmt, so wie ihr es rechts auf den Abbildungen sehen könnt. Das stimmt so aber gar nicht, denn eigentlich kann die Zunge alle Geschmacksrichtungen in allen Bereichen wahrnehmen. Zusätzlich zu diesen vier klassischen Geschmacksrichtungen gibt es noch zwei weitere, von denen ihr vielleicht noch nichts gehört habt. Und das ist zum einen Umami, das sich mit herzhaft übersetzen lässt, und zum anderen fettig. Als Umami werden Lebensmittel wahrgenommen, die zum Beispiel Eiweiß enthalten, sowie Fleisch oder Käse. Und als fettig werden Lebensmittel wahrgenommen, die Fett enthalten. Jetzt aber zu der Frage, warum Süßigkeiten nun so gut schmecken. Die Zunge kann mithilfe der Geschmacksrichtungen, die wir gerade kennengelernt haben, abschätzen, welche Nährstoffe, wie zum Beispiel Kohlenhydrate oder Fette, oder andere Nahrungsbestandteile wie Salz in dem Lebensmittel, das wir essen, enthalten sind. Und das ist auch wirklich sinnvoll, da sie damit den Körper zum Beispiel vor giftigen oder verdorbenen Lebensmitteln warnen kann, wenn zum Beispiel etwas sehr bitter schmeckt. Die Geschmacksrichtung süß wird auf der Zunge durch Zucker ausgelöst, also auch bei Haushaltszucker, der in den Süßigkeiten steckt. Wenn wir also Süßigkeiten essen und die Zunge den süßen Geschmack wahrnimmt, weiß sie also schon, dass darin viele Kohlenhydrate enthalten sind. Und wie wir gelernt haben, sind Kohlenhydrate unser wichtigster Energielieferant. Sie sind also überlebenswichtig. Und das war vor allem früher wichtig, als die Menschen noch nicht immer und überall essen konnten, was sie wollten. Und deshalb empfinden wir alles, was süß schmeckt, als lecker und gut. Wow, ganz schön beeindruckend, was so alles in unserem Essen steckt und was unser Körper damit machen kann. Jetzt weiß ich also, dass es wichtig ist, darauf zu achten, was und wie viel wir essen, um gesund zu sein. Unser Körper braucht nämlich alle Nährstoffe, die wir eben kennengelernt haben, um gut zu funktionieren. Fehlt ihm auf lange Zeit ein Nährstoff, kommt es zu Mangelerscheinungen. Das heißt, bestimmte körperliche Aufgaben können nicht mehr richtig erfüllt werden. Es ist also wichtig, dass wir uns abwechslungsreich ernähren, um unserem Körper auch alle Nährstoffe zu geben, die er braucht. Unser Körper ist nämlich wie ein Haus, das jeden einzelnen Baustein braucht, um stabil und sicher zu stehen. Im Gegensatz dazu können manche Lebensmittel dem Körper schaden und zum Beispiel zu Übergewicht führen. Das heißt aber nicht, dass wir die leckeren Süßigkeiten jetzt gar nicht mehr essen dürfen. Ab und zu ist das schon okay. Und deswegen lasse ich mir den Schokoriegel jetzt auch besonders gut schmecken. Schön, dass ihr in diesem Semester dabei wart und bis zum nächsten Semester in der Göttinger Kinderuni.